Heuer finden wieder ÖH-Wahlen statt. Ich habe die wichtigsten Infos für Studierende aus Drittstaaten zusammengefasst. Studierende aus Drittstaaten, also aus Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, haben erstmals die Möglichkeit, für Funktionen innerhalb der ÖH zu kandidieren. Wenn du kandidieren möchtest, musst du bis spätestens Ende März den ÖH-Beitrag sowie Studiengebühren einzahlen. Deine Kandidatur musst du bis Mitte April bei der jeweiligen Wahlkommission bekannt geben. Nicht vergessen, vom 19. bis 21. Mai finden ÖH-Wahlen statt. Nütze deine Stimme, denn nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen. Hashtag ÖH15.